Sorry. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight mit mir. El Wingman, wir sind zur versteckten Dingsbums. Versteckten Station gefahren und wollen jetzt in den Abgrund. Das Problem ist, wir haben jetzt kein Kompass. Wir haben aber viele blaue Herzen. Das hat einen Grund. Denn die Tür hat uns doch irgendwas gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß aber auch nicht mehr genau was. Da wollen wir jetzt einfach mal safe and sound hier runterlatschen. Und uns das ein wenig genauer ansehen. Wer dann jetzt? Nein! Also kann ich jetzt wieder zurück? Wie viele Herzen haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Verdammt. Ich glaube sogar, man braucht 15. Das würde bedeuten, dass wir von irgendwo, also ich glaube tatsächlich, dass wir mehr als 14 brauchen. Sicher, dass es 14 sind? Ich zähle gleich nochmal. Aber dann gehe ich jetzt erstmal. Und zwar. Wo ist denn Leichtes? Hirschkäfern ist. So. Das traurige, traurige Hirschkäfernest. Was war hier? Ach stimmt, ein zerbrochenes Ei, es ist leer. Keine Karte, super. Habe ich sehr gut gemacht, finde ich. So. Jetzt war drüben in Mistmund noch so ein Käferding, glaube ich. Nicht direkt in Mistmund. Wie ein waschechter Profi. Der Königspass. Der Königsspaß. Ja, hier war nämlich sowas. Okay. Also. Wir müssen das jetzt super safe machen. Deswegen. Ich gehe nochmal zurück, um meine blauen Teile zu heilen. Jetzt muss ich nur noch dieses Zurückfinden, von dem alle immer sprechen. Ich kenne das nicht. Bap! Lalala. Okay, das hier ist wirklich sehr leicht zu finden. Nein, ich Idiot. Oh Mann, das ist so leicht zu finden. Ich muss es nur richtig machen.
Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zack, weißer Ritter, so nah. Ich hörte einen Durchdringungsschrei, erhallte in meinem Geiste wieder und machte mich benommen. Ich würde sagen, es war der Todesschrei einer schrecklichen Bestie, aber er klang irgendwie anders. Heilig? Ist etwas passiert, kleiner Reisender? Nein, sag es mir nicht. Falls sich schreckliche Dinge ereignen, möchte ich vielleicht gar nicht davon wissen. Bab. So, wir haben 14. Ich glaube, wir brauchen mehr. Allein deswegen gehe ich jetzt hier hoch. Und dann mache ich den hier. Dann müsste ich. Oh nein, no, ich bin so schlecht. Egal. Egal. Das hier reicht jetzt erstmal aus. So. Damit. Reisen wir jetzt nochmal in den Abgrund. Versteckte Station. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, das hier machen wir jetzt safe. Oh, warte, ich wollte noch was nachgucken. Fällt mir gerade ein. Ja, hat erledigt. So ein. Oh, warte noch mal kurz runter gucken. Okay. Ich will nur sicher gehen. Ich habe eben schon einen blöden Fehler gemacht. Ach ja, hier runter. So. So, am Anfang war es noch safe. Aber dann. Oh. Oh, es gehen Lichter an. Vielleicht hat die Tür auch gar nichts gesagt, sondern diese blauen Dinger haben mich überzeugt. Let's go. Let's go. Entschuldigt, keine Ahnung, wo das herkam. Sehr gut. Und jetzt? Oh. Leap of Faith. Haha, da kommt man gar nicht hin. Da muss man so machen. Aber es macht auch keinen Sinn. Alter, was ist denn das hier? Oh, ich habe mich so erschreckt. Puh. Zu weit.
Oh, es reicht. Der Lebensblutkern. So viel dazu. Und hier ist zu. Okay, noch mal kurz auf die Karte geschaut. Kurz mal überlegen. Uns fehlen noch 1, 2, 3, 4 Talismane. Ja. So, dann schaue ich doch mal nach, ob ich die noch irgendwo finde. Nice. Zum Glück bin ich ein Plattform-Master. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. Das ist das Problem. War hier dran was falsch? Ich weiß es nicht. Das ist, weil der Abgrund so tief ist. Ja, da bin ich ganz allein drauf gekommen. Wunderbar. Wunderbar. Das war ja auch äußerst der. Oh, habe ich nicht gesehen. Ich habe auf mein Leben geguckt, tatsächlich. Es war äußerst erfolgreich. Ich bin zufrieden, tatsächlich. Oh, hier war. Stimmt, ich muss ja hier hoch. So. Ich habe noch einen auf jeden Fall. Ach, hier war sogar eine Bank. Coolio. Dann kann ich ja jetzt die drei nochmal wegmachen. Meinen Kompass, meinen Geoschwarm holen. Meinen robusten Panzer, denke ich. Jetzt ist die Frage. Das hier war eigentlich super witzig. Es war super witzig. Aber was ist. Ah, warte, warte, das gucke ich jetzt mir noch an. Uno, dos, tres. Damn, son. Okay. Und dann war noch sehr gut. Wo ist es? Hier das. Große Entfernung. Und dann hole ich mir. Ja, wenn ich mir das Wappen des Verteidigers mithole, dann war es das. Tötverbot und Zauber. Der Schatten in tödliche Waffen verwandelt. Beim Anwenden von Schattensprint wird der Körper des Trägers geschärft, sodass er Gegnern Schaden zufügt. Gar nicht mal so blöd. Ich glaube, ich hole mir das mal mit. Weil ich mache das ja schon. Oh. Ah, doch, komm. Wir gehen dann. Zur Station des Königs. Das ist auch eine Sache, die mir verraten wurde. Da gehen wir jetzt hin. Etwas, was wir eigentlich schon hätten besitzen können. Theoretisch. Ich muss nur gerade. So.
okay. So. Muss warten, bis mein Schatten da ist. Ja, ich übe das gerade tatsächlich ein wenig. Ja, weiter geht's. Ins Seelenheiligtum. Hätten doch die andere Station benutzen sollen. Aber so ist das nun mal. Was war denn... Wieso bin ich jetzt gerade... Aus irgendeinem Grund habe ich gerade keinen Doppelsprung gemacht. Es ist für mich, der eigentlich viel Wert drauf legt, dass meine Inputs stimmen. Was eigentlich total gelogen ist. Ich drücke drauf los und hoffe, dass meine Inputs stimmen. Trotzdem finde ich das immer ärgerlich, wenn es nicht klappt. Ach, ich Idiot. Oh, ich bin so... Oh, verdammt. Hm, hi. Nee, nee, ist okay. Ah, damn it. Es ist nicht so schwer. Ich mach's mir nur so schwer. Ich mach es mir viel schwerer, als es eigentlich ist. So, dann gehen wir hier hoch. Einmal nach links durch, bitte. Dann sind wir fast im Seelenheiligtum. Hier ist falsch, okay. Ja. So. Hier habe ich anscheinend... Das war mein erster ätzender Bossfight. Daran kann ich mich noch genau erinnern, als ob es gestern gewesen war. Und zwar... Haben wir wohl irgendwann mal hier was übersehen. Was der Grund ist, weswegen wir jetzt hier hinlaufen. Weil freiwillig würde ich das hier nicht nochmal machen wollen. Nur was haben wir übersehen? Ich kann mir gut vorstellen, wieso wir das übersehen haben. Liegt an den Teilen, glaube ich. So, aber die sind jetzt nicht mehr so stark. Oder? Ne? Nix? Ach ne. Hm. Ach, jetzt weiß ich auch, warum wir das übersehen haben. Wir konnten hier früher nicht hoch. Jetzt können wir es. Macht Sinn irgendwo, oder? Oh! Menschen hier, viele. Bam! Hat es geklappt? Ich weiß es nicht, hat es? Ach so, das sagt er, weil das ein Versuch war. Ach,
versuche das gerade zu timen. Aber es klappt nicht ganz. Naja. Ach, natürlich geht's hier rein. Zauberbändiger. Das war noch das, was wir wollten. Jetzt muss ich sagen, uns fehlen trotzdem noch zwei, drei. Das wird es wohl geben, wenn wir den letzten Grubber haben. Bei den anderen beiden. Wer? Bei den anderen beiden bin ich mir einfach nicht sicher, was es noch zu tun gibt. Deswegen gehen wir jetzt zum Bienenmeister und schauen uns das mal an, was der so zu sagen hat. Was wir aber auch noch machen. Wir könnten mal hier runter, so, ne? Was ist hier? Waren wir hier schon mal? Ja, aber in welchem? Maße? Ups. Die ganzen Körper der Toten, die hier rumliegen. Ach. Ich will nicht nochmal gegen den kämpfen. Ich möchte das nicht. Okay, hier ging's nicht. Ach, ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt für einer? Okay, alles cool. Nee, ich brauche euch gar nicht. Guck, ich brauche euch gar nicht. Ich schaffe das auch ohne euch. Guckt, ganz alleine ohne euch. Irgendwann werden wir den Typen wohl doch nochmal besiegen müssen. Hab ich so das Gefühl. Yep. Das Gefühl besitze ich. Und es ist einfach kein gutes Gefühl. Kann man sagen, was man will. Man möchte es ja doch nicht. So. Das ermöglicht uns zum einen hier die Bank zu betreten. Mal kurz gucken, was wir haben. Achso, ja. Das hier fand ich doch nicht so geil. Dann hole ich mir einfach, es ist altbewährt, ne? Das kann man sagen, was man will. Es ist altbewährt. Es wird pilziger. Da hat es gerade ein bisschen gelaggt. Oh Gott. Ja, alles super. Wir haben 24.000 Geo. Ich weiß gar nicht, was man mit so viel Geo eigentlich macht. Wir brauchen so viel Geo gar nicht. So.
Was macht man jetzt? Was machen wir denn jetzt? Vielleicht noch einen Plan schmieden, einen letzten Versuch wagen. Wo muss ich denn dann am besten hin? Zu dem Palast gründen, ne? Ich versuche was. Ihr fragt mich jetzt, was? Wieso zu dem Palast gründen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, habe ich am Anfang auch gedacht. Aber vielleicht macht es doch Sinn. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Was wir auch mal noch machen, ist, wie heißt es? Wie heißt das Kolosseum. Das müssen wir auch noch machen. Das ist nämlich In-Game Content. Da muss es ja wohl noch irgendwas geben. Ich weiß zwar noch nicht was. Ja, drückt mal den Knopf. Jetzt sind wir hier. Da sind schon die Bienen, das heißt, wir können nicht weit weg sein. Vom Hive. Ob es hier eine Wand gibt, die nachlässt? Ich höre euch doch summen, ihr Drecksäcke. Huch, nein! Hier muss es doch wohl. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das hier war so ein bisschen mein letzter Versuch. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Da drüben sind wir vorher mal rein. Es muss aber doch noch irgendeinen anderen Weg geben. Nur wie? Nur wie? Ich möchte den letzten Grubber, dann bekomme ich nämlich bestimmt was. Aua. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus tatsächlich, dass wir ein Wappen bekommen. Wie schlecht kann das Wappen bitte sein, wenn wir alle Grubber gesammelt haben? Hier
Ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere das hier nicht. Alle Gegner hier besiegen macht wohl auch keinen Sinn. Ich bin ein bisschen frustriert. Weil es einfach keinen Weg zu geben scheint. Stattdessen haben wir hier drei Seiteneingänge, die nichts wirklich haben. Irgendwie muss es doch da reingehen. Okay, wartet. Das ist wirklich jetzt mein letzter Versuch, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ist es vielleicht doch. Oh, fuck. Doch weiter hier unten. Ach, was. Was mache ich denn da? So. Da ist es. Da ist es. Ich hab's gefunden. Ich kann es nur nicht kaputt machen. Wie komme ich da bitte dran? Oh mein Gott, wir haben's. So wichtig. Auch für meine Moral. Okay. Der Schwarm. Ich sag's mal so. Oh, okay. Neue Gegner. Oh, den habe ich schon fast nicht gesehen. Dann würde ich jetzt sagen, mein Name ist Ed Wingman. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play Hollow Knight. Bis dahin. Ciao.